Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fußballspiel auf der Wii. Zwar heißt dieses Mal Barcelona gegen Real Madrid. Hier, ja, Barcelona schon mal in Angriff. Ika, Casillas. Marcelo. Ronaldo gleich mal. Ja, ach, hochziehen. Entschuldige. Also. Das kannst du auch einmal machen. Ja, okay. Benzema, schade, Piqué. Jo Anton. Jordi Alaba, Fabregas, Andres Iniesta. Nicht so gut gelungen. Jo Anton. Oh Mann, jetzt was war Messi. Das denn? Muss er rangehen. Modric. Ihr habt ja gehört, Bayern hat ja gegen Barcelona 3-0 verloren. Fand es ein bisschen schade, denn die Bayern haben eigentlich ganz gut gespielt. Vor allem der Torwart Manuel Neuer mal wieder in Top-Verfassung. Modric. Aber, egal. Alexis. Ihr könnt ja dann auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video seht, wie ihr das fandet und welche Partien wir auch mal spielen sollten. Sonst würden wir halt auch immer so eine Klassiker nehmen, wie zum Beispiel dann, als nächstes könnten wir auch mal Manchester United gegen Manchester City. Das wäre auch vielleicht ein ganz klassisches Spiel. Also jetzt gerade paar, ja, rote Karte, Piqué. Schick ihn erstmal runter, du Fettsack, Mann. Oder Finalspiele von der Champions League mal machen, ja, die in den letzten Jahren passiert sind. Zum Beispiel dieses Jahr, wenn wir gucken, ob jetzt, also über Juventus, ja, Juventus Turin war ich ja total krass. Die haben ja gegen Real Madrid gewonnen. Aber es kann natürlich noch alles passieren. Es auch Bayern kann noch weiterkommen. Aber wenn mein Freund hätte dann eine 5 auf dem Zeugnis im Sport. Und jetzt gibt es die nächste rote Karte für Sergio Ramos. Zwei rote Karten in den ersten 22 Minuten Sekunden. Okay. Krasse Kacke. Ich glaube, hast du erst dran gefällig, Mann. Ronaldo. Und da ist der Ball gleich wieder bei den Barca-Spielern. Und er spielt da. Oh, wir waren Pfosten gewesen. Wer ist nicht im Abseits? Aber wir werden wieder auf die Zeit achten. Deswegen werden wir auch mal wieder so Zwischencuts machen. In der Halbzeit, Modric! Da machen wir auch Cut. Oh, falls ihr schade. Dann, da halt. Benzema nochmal und Valdes. Dann auch auf die Zeit achten, wenn wir 14 Minuten haben und es noch in den letzten 10 Minuten, 10 Minuten Sekunden ist, dann werden wir, vermutlich dann auch cutten bis in die Nachspielzeit. Und dann erzählen wir euch, was passiert ist. Oder wenn halt irgendwas Spannendes ist. Ja, Tor 1-0 Real Madrid. Wenn halt zum Beispiel was Spannendes ist, vielleicht so ein Tor halt, dann drücken wir sofort wieder auf Play und dann könnt ihr euch das auch nochmal in der Wiederholung angucken. Naja, das war's. Gibt's 1-0 für Real Madrid. Wenn ihr das Wort könnt, ja. Zum Beispiel, ja, was sind die? Ah, ja, das kann man machen. Erzähl du mal. Also, wir haben uns dann beredet, dass wir dann in diesem oder im nächsten Video, ich glaube, nächsten, werden wir es dann machen, dass wir dann. Halt sowas wie Mappe packen, so eine Bestrafung, wenn man verliert. Halt. Zum Beispiel einen Tag lang mal die Mappe packen. Also, das werden wir. Vielleicht auch mal filmen, wenn er dann die Mappe packt. Ich hätte mir gerade so lustig vor. Und oder halt so eine anderen Sachen, wie zum Beispiel, und Messi. Hier 1-1, oder zum Beispiel halt die
einmal saugen, was der andere machen muss. Wir kriegen immer so eine Pläne von unserer Mutter und die müssen wir dann abarbeiten. Da macht jemand vielleicht mal die Aufgabe von den anderen. Ja. Ja. Das machen wir vielleicht erst im nächsten Video. Ja, würde ich auch sagen. Aber falls es unentschieden wird, werden wir gleich zum Elfmeterschießen gehen. Denn das haben wir uns jetzt so abgemacht. Sonst würde das mit der Zeit nicht hinhauen. Wenn ihr das mit der Bestrafung gut findet, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Weil darauf würde ich mich echt freuen. Wenn jemand mal was in die Kommentare schreiben würde. Und auch mal zu... Schreibt einfach, wenn ihr meine Videos mal anschaut, einfach mal bitte, bitte in meinen Videos mal einen Kommentar drunter schreiben, wie ihr es fandet. Eckstoß. Oh! Ein ganz knappes Segentor! 2-1! Na, das war ja mal ein Ding. Alexis Sanchez! Gutes Ding, aber... Also der Kopfball war ja schon. Benzema. Di Maria. Klar, ich brauche vielleicht Französisch und heißt Bonsema. Super. Und Halbzeit, die werden so, wir euch... So, das machen wir jetzt. Ein Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Willkommen zurück. Wir spielen jetzt weiter. Messi. Xavi. Messi wieder. Fabregas. Iniesta. Andres Iniesta. Spiel nochmal ab, kurz zu Messi. Tor! Was für eine Vorlage. Ein super schönes Tor, falls man sich das mal so anguckt. Eine super Vorlage. Und der ist extra nochmal aus der Abseitsfalle rausgegangen. Der andere, aber das war, glaube ich, Alexis ist aus der Abseitsfalle nochmal rausgegangen. Aber der hätte den Ball auch bekommen können, aber war genauso gut, dass Messi ihn bekommen hat. Und falls ihr Fragen an uns habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Also können auch mal so eine Fragen beantworten. Frag Konrad LPCOC. Könnt ihr mal machen. Und da ist die nächste Vorlage. Aber dieses Mal wurde sie zu Iniesta gespielt. Sergio, Fabregas, Özil, kommt er noch an den Ball? Nein! Frau pusht ihn ein, Fabregas, egal. Messi, Iniesta! Alonso, komm nicht ran jetzt, Pepe! Pepe! Alonso, Schild! Abseits! Zwei Leute im Abseits, was für eine Abseits! Verlieb. Also, so doll war die nicht. Ich dachte, die war besser. Also mehr. Aber die drücken ja gleich da richtig vorne drin. Alexis, Messi, Iniesta, Messi, Iniesta, Sergio, Xavi, Danny Alves, Sergio, Messi, Iniesta, kein Abseits. Ecke. Und Klassegarten von Casillas. Kacke, der war nicht so gut gespielt. Oh, der war jetzt mal in den Tor geköpft. Marcelo. Ronaldo. Erstmal gespielt von Xavi. Iker Casillas. Marcelo. Modric. Bonsema. Bonsema wieder am Ball. Alexis. Messi. Xavi. Komm. Xavi wieder. Messi. Iniesta. Spielt er ganz frech? Ah, da lässt er sich nicht mehr frech. Messi, vom Computer gesteuert! Also uns fuhr gerade eine Polizei vorbei, oder? Ja, eine Polizei war's. Es ist jetzt nicht schlimm, aber tut uns leid, dass wir das jetzt in den so drin haben. Aber es ist jetzt 3-2 oder 3-2 3-2
für Barcelona immer noch. Xavi, wieder ein anderer. Iniesta, Fabregas, Iniesta, 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 Flanke zu Messi. Wäre auch überhaupt nicht reingegangen. Oh, was wäre das denn gewesen? Super zu Juan Tran. Di Maria, Juan Tran. Sergio wieder am Ball. Die Barca-Spieler wollen hier früh stören. Das sieht man, dass die das auch hinbekommen. Aber sonst spielen sie auch hin. Özil, nicht im Abseits. Da war die Position von Sergio Ramos, der Lightning. Nee. Von Piqué, der das Spiel vorzeitig verlassen musste. Leider. Aber 3:3. Oh, das wird nochmal eine ausgeglichene Partie. Pujol. Fabregas, Xavi, Alexis, Messi, zu Iniesta, der leider wieder im Abseits steht. Und Casillas. Sergio, gute Grätsche rein. Marcelo. Und Benzema wieder. Benzema. Aber Victor Valdes hält. Was war das jetzt? Okay. Und Iniesta nicht im Abseits. Spiel noch frisch ab. Oh. Gute Möglichkeit, aber da muss Fabregas. Fährt hier sogar noch eine Feuerwehr vorbei. Ja, es geht weiter. Entschuldigung. Ja, jetzt Johann dran. Ja, Feuerwehr ist hier noch vorbeigefahren. Ja, man hört's. Aber... was da los ist, weiß man wieder mal nicht. Oh, Victor Valdes hält. So, jetzt Eckball für Ronaldo tritt. Und da werden die Barcelona ab. So, jetzt muss es schnell gehen. Schnell geht's auch. Ja. Nicht. Doch oder doch. Alonso. Oh. Ah. Oh, schon 90. Minute. Also, wenn man... ja, wir werden gleich ins Elfmeterschießen gehen. Wenn hier jetzt nicht noch ein Tor passiert. Aber jetzt ist Messi wieder am Ball. Und jetzt Xavi. Xavi! Und das gibt Rot! Nein, nur Verwarnung! Ja, gut. Und er wird in die Ecke. Er wird versuchen, in die obere Ecke. Hält ihn kassiert. Oh! Ah, jetzt muss schnell gehen. Modric. Bonsema. Ja, das wird gleich hier abgepfiffen. Immer noch. Bonsema. Legt ab auf Juan Tran. Schießt er sein erstes Tor. Nein, Özil macht's! Schafft es! Ah, da ist es! 4:3. So, okay, das wird jetzt nochmal richtig knapp. Ich glaube, also, sie werden es auch nicht mehr schaffen. Bitte wird jetzt... nein, oder? Ja, ist klar. Also, jetzt hat der Barcelona verloren. Ihr habt es ja mitbekommen. Und jetzt müsste ich eigentlich die Strafe machen. Wir können ja ganz kurz nochmal in die Spielinfo gucken. Ganz kurz noch. Spielinfo. Wir haben Tore 3:4. Torschüsse 13:8. Gelbe Karten 0:0. Rote Karten 1:1. Und Ballbesitz 47:53. Das war's von uns. Viel Spaß und Daumen hoch.